Am Telefon darf ich jetzt den Martin Stosch begrüßen. Ja. Martin, ich grüße dich. Servus. Hi, grüß dich. Ja, wie geht's dir eigentlich? Du, super, und selbst? Mir geht's auch super, danke dir. Jetzt soll ich dich erstmal bestimmt nachfragen von einigen Leuten. Bist du wieder gesund? Ich bin wieder gesund, ja. Also mir geht's wieder wunderbar. Das freut uns natürlich sehr, damit es dir wieder richtig gut geht. Leider wegen der Krankheit ist auch das Clubkonzert abgesagt worden. Und da möchte ich mich auch mal bei allen mal dafür entschuldigen, dass es zu kurzfristig war. Weil einige waren ja auch schon da. Aber ich habe abwarten müssen, ob das noch wird. Und es war leider nicht der Fall. Weil ich dachte eigentlich, dass es noch wird, aber war leider nicht so. Ist jetzt ein neues Clubkonzert in Planung eigentlich, oder? Das neue Clubkonzert ist auf jeden Fall in Planung. Also das wird jetzt, denke ich mal, am 29. November stattfinden. Also Ende dieses Monats. Und dann wird es, denke ich mal, losgehen. Und wo? Das wird, denke ich mal, auch wieder in Nürnberg sein. Also den Club weiß ich noch nicht genau, aber ich denke mal, dass es genau der gleiche sein wird wie ursprünglich geplant. Nürnberg hat es dir angetan, oder? Genau. Ja, es ist halt ganz zentral. Es ist halt, denke ich mal, für die Fans am besten von der Anreise her. Ja, du hast ja jetzt auch schon viel Bühnenerfahrung gesammelt. Eigentlich kannst du dich an deinen ersten Auftritt auch erinnern? Meinen ersten Auftritt? Boah, das war mal in der Schule. Das war in der Schülerband noch. Und das war, glaube ich, in der 5. oder 6. Klasse. Da haben wir alle irgendwie, was haben wir da gespielt? Ich glaube, Suite Malebama war das früher. Wo wir alle noch in unseren Gitarren geklimpert haben. Also, wie alt ist man in der 5. Klasse? Dementsprechend waren natürlich auch die Gitarrenkenntnisse. Und das war eigentlich eine einzige Katastrophe. Weil einfach nichts geklappt hat, wie es eigentlich klappen sollte. War grauenhaft für die Ohren, aber letztendlich hat Spaß gemacht. Das kann ich mir bei dir kaum vorstellen, dass da nichts klappt. Ja, du, mein Gott, in der 5. Klasse. Wie gut beherrscht man deine Gitarre? Okay, gut, stimmt. Okay, ich Also nehme so zurück. Akkorde klimpern und Rhythmus war auch noch nicht so wirklich ausgeprägt und letztendlich war es eine Katastrophe, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, deine neue Single ist jetzt auch rausgekommen. Ja. Wie heißt das Lied? Um was geht's eigentlich? Das Lied heißt She Wouldn't Be Gone und darum geht es letztendlich um eine Beziehung, die zu Ende gegangen ist, weil man sich einfach zu sehr, einfach zu sehr eingesteigert hat in das Ganze. Und dann bedauert man es halt, dass sie gegangen ist, weil sie halt nicht damit zurechtgekommen ist und vielleicht wäre sie dann geblieben, wenn man nicht so überreagiert hätte. Jetzt hast du ja auch eine Karriere angefangen als Schauspieler. Ich habe bis jetzt erst zwei Rollen gehabt, letztendlich sind es auch bloß zwei so kurze Rollen gewesen. Also es war jetzt keine Hauptrolle, nichts Weltbewegendes. Aber ich würde schon in die Richtung weitergehen. Wie kamst du jetzt auf die Idee zum Schauspielprojekt? Es ist einfach eigentlich so zufällig gekommen. Also ich habe dann mal ein Angebot bekommen und ich wollte eigentlich früher auch schon Schauspielerei machen. Das hat sich halt erstmal ganz gut angeboten, dass ich das mal erstmal ausprobiere. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und könnte ich mir echt in Zukunft weiter vorstellen. Jetzt muss ich dich nachfragen, du drehst für die ARD. Genau. Was drehst du da momentan? Also eigentlich sind wir schon fertig mit dem Dreh. Es war ein Gastauftritt und letztendlich ist der Film halt Hochzeit mit Hindernissen. Das wird auch, denke ich mal, erst im nächsten Jahr ausgestrahlt werden, soweit ich weiß. Und wie war das jetzt für dich? Was war das intensivste Erlebnis bei den Dreharbeiten? Intensivste Erlebnis. Also der komplette Unterschied von Musik zum Film ist einfach das, dass erstens viel mehr Leute da sind am Set. Also ich denke mal, da waren gut 20, 25 Leute da. Für Ton, Regisseur und für Kamera und für die Schärfe von der Kamera. Letztendlich waren halt eine Menge Leute. Und das Ganze ist ja relativ entspannt gewesen. Das habe ich auch eigentlich nicht so gedacht. Weil eine Musik, da musst du schnell dahin und dahin und dahin und dann ist alles nur noch stressig und hast keine Zeit mehr zum Chillen. Und beim Film war einfach das, dass du viel Zeit gehabt hast. Wir haben die Bilder erstmal durchdiskutiert, dann die Kamerastellung erstmal ausgerichtet und das Ganze, und da hast du halt sehr viel Zeit gehabt. Und dementsprechend habe ich mich dann auch mit ein paar Leuten ein bisschen connected und ein bisschen unterhalten. Letztendlich sind auch so neue Freundschaften geschlossen worden. Welche Herausforderung hatte diese Rolle jetzt für dich? Die Herausforderung. Also bei der Rolle jetzt, die Herausforderung, das Gute war bei dem, oder das ist das Gute eigentlich, ja, eigentlich ist es nicht gut, aber bei dem Ganzen hatte ich nicht wirklich den Text. Also ich hatte, glaube ich, bloß zwei, drei Sätze letztendlich und letztendlich auch einen Auftritt mit der Hauptdarstellerin. Also der haben wir gesungen. Und ja, was denn so schwierig war dem Ganzen eigentlich. Also, keine Ahnung, also es war nicht wirklich schwierig, also in dem Sinne.
Das Problem ist halt, du musst es halt authentisch rüberbringen. Und das ist halt, wenn du jetzt auf Abruf und auf Kommando irgendeine Emotion zeigen sollst, ist es halt schon mal was anderes. Da musst du dich erstmal drauf einstellen. Das darf halt eben auch nicht gespielt kommen. Das ist schon eine große Herausforderung. Ja, das glaube ich dir, aber das hast du gut gemeistert, denke ich mir mal. Ja, wird sich zeigen. Ich habe noch nicht gesehen. Ja, ich denke mal, ich guck mir es an. Also wann das genau ausgestrahlt wird, weißt du jetzt noch nicht? Nee, weiß ich leider nicht mehr. Aber das steht dann bestimmt auf deiner Homepage drauf. Ja, denke ich mal. Ich gehe davon aus. Was für Filme schaust du eigentlich jetzt privat? Was für Filme? Also eigentlich eher so Action-Thriller, sowas in der Richtung. Also ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt hier großartig auf, ja, Liebesfilme steht und so, weißt schon. Ja. Also da muss schon ein bisschen was hier knackig um die Ecke kommen. Da muss schon ein bisschen was passieren. Also... Mein letzter Film, muss ich mir kurz überlegen. G-Force, glaube ich, mein letzter Film. Das war zwar eine Comic-Action, aber war eigentlich ganz cool gemacht. Ja, sag ich. Ich möchte mir jetzt auch den neuen Michael Jackson, das was jetzt im Kino läuft, möchte ich mir auch anschauen. Den soll's auch übrigens noch vor Weihnachten auf DVD geben. Echt? Ja. Mal schauen. Kommen wir nun zu deiner Musik nochmals. Ist ein neues Album eigentlich momentan geplant bei dir? Album ist geplant, ja. Wir sind momentan bei den Arbeiten das ganze Mal. Und es wird dann, denke ich mal, im Frühjahr rauskommen. Also. Und wodurch unterscheidet sich dein Album durch den Vorgänger? Ja, letztendlich ist es auch wieder so gemischt relativ. Also es ist halt ein bisschen moderner gehalten, also ein bisschen mehr Beats einfach. Aber letztendlich ist es auch wieder durchgemischt. Es ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz stark so rocklastig, aber einfach bunt durchgemischt. Ja, du bist ja dein eigener Songwriter. Woher kommen eigentlich die Ideen für deine Texte? Ideen letztendlich aus dem alltäglichen Leben. Also was passiert, was mir im Alltag passiert, wird einfach umgesetzt, realisiert und dadurch entsteht ein neuer Text. Also letztendlich das ganz normale Leben. Okay. Ja, Martin, wie sieht's eigentlich momentan so bei dir aus in Sachen Termine, Auftritte? Wo trittst du demnächst auf wieder? Wo kann man dich wieder finden? Also im Moment... glaube ich, wird also in nächster Zeit wird es nicht allzu viel geben, weil ich mit der Schule ein bisschen viel um die Ohren habe. Aber jetzt in nächster Zeit wird erstmal das Clubkonzert sein und dann denke ich mal, wird vielleicht eine kleine Weihnachtstour folgen. Ja, ich soll dir übrigens Grüße sagen von allen hier aus dem Chat. Ja, Dankeschön. Jetzt noch eine Frage, bist du nunmehr Schauspieler oder leidest du mehr unter dieser Schauspielleidenschaft oder bleibst du trotzdem weiterhin Sänger? Nee, also Musik wird immer ein großer Teil meines Lebens sein und ich möchte eigentlich auch bei der Musik bleiben. Also Schauspielerei wird mich auf jeden Fall so als sicheres Standbein, wird mich schon interessieren und würde ich auch sehr gerne machen. Bloß mein Herz wird immer für Musik schlagen. Musikbusiness ist halt ein bisschen schwierig, weil einfach das ist so ungewiss. Du weißt nie, was ist. Du musst immer schauen, wo du bleibst, du musst deine Bookings holen. Du musst immer schauen, dass du genug Auftritte hast. Und wenn du schauspielerst, denke ich mal, wenn du fest irgendwo schauspielerst, dann hast du ein gewisses Grundeinkommen, auf das du dich jeden Monat einfach verlassen kannst, dass du das bekommst. Also letztendlich einfach nur als Absicherung würde ich das sehr gerne machen. Und weil es auch sehr viel Spaß macht. Ja, da drücke ich dir natürlich ganz fest die Daumen, damit es dann klappt. Ja. Geht schon. Positiv denken. Auf jeden Fall. Und vielleicht können wir ja mal zusammen irgendwie so eine Statistenrolle bekommen. Genau. In so einer Daily Soap Serie. Genau. Ja, hat sich Hollywood schon bei dir gemeldet oder noch nicht? Nee, noch nicht. Wer weiß, ob das überhaupt passiert. Aber mal schauen. Man kann da nie wissen. Ja, eben, genau. Also von daher gesehen, ich drücke dir da die Daumen, damit sich Hollywood jetzt bei dir noch meldet. Ja, Martin, dann will ich dich nicht länger aufhalten, dann will ich auch gleich die Leitung frei machen, damit Hollywood noch anrufen kann. Okay. Alles klar. Ich wünsche dir was, gell? Bis dann, Halli und Steif. Ciao. Ja, bis dann. Ciao.